Emotionen heilen. Emotionale Verletzungen heilen. Das ist etwas, was uns alle betrifft und wo wir leider noch ein bisschen wenig Verständnis drüber haben. Und da möchte ich ein wenig Licht ins Dunkel bringen, zum ersten und zum zweiten darüber sprechen. Was kann ich tun? Wie kann ich diese emotionalen Verletzungen heilen? Was sind emotionale Verletzungen? Es gibt ein Buch, das heißt Emotion Code, das beschäftigt sich auch damit, emotionale Verletzungen zu heilen. Und ja, man bekommt tatsächlich den Eindruck, dass man diese emotionalen Verletzungen, dass die sich wie ein Parasit quasi in unser Energiefeld, in unseren Körper eingenistet haben, in unser Unterbewusstsein eingenistet haben und da ihr Schindluder quasi treiben und uns immer wieder neu und neu verletzen. Und das möchten wir natürlich nicht. Und wir sehen im Außen immer wieder, sehen wir Dinge, die uns verletzen. Es passieren uns immer wieder Dinge, die uns verletzen und die uns wehtun. Und wir leiden emotional darunter. Das geht so lange und so weit, bis wir tatsächlich auch depressiv sind, unsere Lebensfreude verlieren, nicht mal mehr wissen, was uns wirklich Spaß macht, uns für nichts richtig begeistern können und mit so einem schweren Mantel, mit so einer schweren Decke durchs Leben gehen. Und wir sind alle damit quasi nicht gesegnet, aber wir sind alle damit hier auf die Welt gekommen, um herauszufinden, woher kommt das? Weil wir wollen es ja loswerden. Also werden wir der Sache auf den Grund gehen. Wir wollen wissen, woher kommt das? Und dann gehen wir oft in irgendwelche Ahnengeschichten und Rückführungsgeschichten. Und ich habe alles gemacht, von schamanische Reisen, energetische Heilungen, Theta-Healing, tatsächlich bis Amerika bin ich gegangen, habe mir dort Online-Sessions gebucht von Leuten, die gesagt haben, sie können das heilen für mich. Alle möglichen Ausbildungen, Energieheilungsausbildungen habe ich selber gemacht, damit ich ja, mit der Hoffnung, dass ich bei diesen Ausbildungen endlich diese Heilungen erfahre. Ich war bei 3 Dr. Joe Dispenza Retreats, bei einem Life Retreat, Progressive Retreat von ihm und 2 Weeklong Retreats und wollte da auch geheilt werden, weil meine Annahme war, dass mein Körper, dass meine körperliche Unbeweglichkeit, dass diese körperlichen Schmerzen eben emotionalen Ursprungs sind. Und das haben wir ja alle schon gehört. Auf diesem Weg bin ich eben auch zu Dr. John Sarno gekommen. Da gibt es jetzt auch einen Film drüber, All the Rage, der die Emotion der Wut dafür verantwortlich macht, dass wir Schmerzen haben, dass unser Körper schmerzt, dass wir chronische Schmerzen haben, insbesondere Rückenschmerzen, insbesondere Migräne und all solche Schmerzen. Und diese Annahme, dass da ein emotionaler Hintergrund dahinter steckt, die ist nicht verkehrt. Nur sie führt uns oft in eine Richtung zu suchen, nach Heilung zu suchen, die nicht das bringt und auch nicht bringen kann, was wir uns erwünschen, weil wir ein falsches Verständnis davon haben. Und jetzt führe ich euch in diese Denkweise in Energien, weil Energien sind Informationen. Und wenn man sagt, Emotionen sind energetische Abdrücke, energetische Muster, dann kann man sich auch vorstellen, dass es energetische Informationen sind
unsichtbare Informationen, die sich immer wieder neu abspielen, die quasi auf Auto-Repeat, auf Auto-Wiederholung gestellt werden in unserem Körper. Also sind es Informationen, Emotionen sind Informationen in Bewegung. Das heißt eben auch E-Motion oder Emotionen in Motion, Informationen in Motion. Sie sind in Bewegung, sie sind immer wiederkehrend, sie spielen sich immer wieder ab, wie wenn du einfach wirklich Auto-Repeat hast, wie bei einem Lied, das immer wieder neu anfängt. Und übrigens auch die Leute, die sich jetzt mit der neuen germanischen Medizin von Dr. Rike Hammer beschäftigt haben, da geht es eben genau auch darum, er spricht über diese Schienen. Und hier muss ich ein ganz, ganz neues Verständnis annehmen und sehen, okay, hier sind Informationen im Spiel. Informationen, die sich durch mich hindurch, weil ich bin der Schöpfer, der Kreator, der Manifestor, nur durch meine Aufmerksamkeit kommen zu Quantenphysik, Beobachtereffekt, nur durch meine Aufmerksamkeit werden die Dinge, die Situationen sich im Außen zeigen. Also diese Emotionen, diese Informationen, die zeigen sich immer wieder im Außen, indem ich Menschen begegne, die mich verletzen, indem ich Situationen habe in meinem Leben, die mir wehtun. Und was ist das? Jetzt nimm das mal alles zurück, diesen ganzen Schmerz und alles. Was ist das für eine absolut grundlegende Information, die immer wieder den gleichen Schmerz auslöst? Die Ursprungsinformation ist, ich bin nicht gut genug. Ich genüge nicht. An mir ist etwas falsch. Ich mache etwas falsch. Ich verhalte mich falsch. Ich bin falsch. Ja? Daher kommt der Schmerz. Der Schmerz ist die Urinformation, die uremotionale Verletzung ist, ich bin nicht gut genug. Und das ist eine Information. Das ist eine Information, die ich über mich selber angenommen habe, weil ich in einem Informationsraum geboren wurde, hineingeboren wurde. Unsere Gesellschaft hat ein Weltbild, sieht die Dinge immer. Es ist nicht gut genug, weil wenn es gut genug wäre, dann wäre es ja besser. Ja, dann, wenn ich gut genug wäre, dann würde mich mein Mann lieben. Wenn ich gut genug wäre, würde mich niemand verarschen oder ablehnen. Wenn ich gut genug wäre, würde ich Wertschätzung erfahren. Ja, das ist immer dieser gleiche Rückschluss, diese gleiche Information, die ich rückfolgere und diese gleiche Emotion, die mir wehtut. Immer wieder die gleiche Emotion. Ich bin nicht gut genug. Ich werde abgelehnt, weil ich nicht gut genug bin. Ich werde nicht unterstützt, weil ich nicht gut genug bin. Ich werde schlecht bezahlt, weil ich nicht gut genug bin. Ich werde nicht beachtet, weil ich nicht gut genug bin. Ich habe nicht den Erfolg, den ich mir wünsche, weil ich nicht gut genug bin. Und diese Energie, diese Information ist etwas, was immer wieder das Ergebnis von jeder Annahme, von jedem Rückschluss, von jeder Interpretation und von jeder Analyse automatisch erfolgt, wenn dein ganzes Selbstbild noch deine alte Identität ist, die geprägt wurde von unserem Umfeld, das davon ausgeht, der Mensch ist per se nicht gut genug und er muss gebessert werden. Die ganze Erziehung, die wir genießen durften, ist genau auf dieser Basis aufgebaut. Unsere Eltern sehen uns immer wieder als
verbesserungswürdig. Ich muss das Kind so erziehen, dass es endlich gut genug ist. Das Kind muss diese Ansprüche erfüllen, damit es gut genug ist. Es wird in unserer Gesellschaft eine Energie, eine Information hergestellt. Wir werden erzogen, aufgewachsen in einem Feld, wo überall aus jeder Perspektive die Annahme lauert, du bist nicht gut genug, deswegen hast du das nicht geschafft. Die Eltern, deine Eltern haben dir früher suggeriert, nicht böswillig, nicht bewusst, aber sie haben dir suggeriert, dass du nicht gut genug bist. Bei den Frauen ist es dann in zwei Konzepte ausgebrochen, und zwar in ein Konzept. Entweder ich bin das böse Mädchen, ich bin die Rebellin, ich bin eh nicht gut genug, dann ist mir scheißegal, ihr findet mich eh scheiße, also kann ich eh gegen den ganzen Blödsinn rebellieren. Ich bin sowieso nicht gut genug. Das macht wütend, das macht eine Ablehnung. Du lehnst die Gesellschaft ab, du lehnst die Menschen ab, du lehnst grundsätzlich, ich kenne so viele Leute, die einfach sagen, lass mich in Ruhe mit den Menschen, ich will am liebsten in einem Wald wohnen und komme hier nur mit Tieren. Ja, das kommt genau aus dieser Informationsquelle, die wir als wahr angenommen haben. Und deswegen ist es für uns so. Deswegen sehen wir einfach Menschen, die verletzend sind. Wir sehen Menschen, die rücksichtslos sind. Wir sehen Menschen, die uns nicht wertschätzen. Das alles ist die Information, die in unserem System aktiviert worden ist. So, und jetzt komme ich noch zu dem anderen Mädchen, und zwar ist es das brave Mädchen. Ja? Eins von den zwei Mädchen war es. Bei Jungs kenne ich mich nicht so gut aus, aber wahrscheinlich ist es genau dasselbe. Das brave Mädchen, das versucht immer gut genug zu sein, das versucht es zu machen, was die Leute von ihr erwarten. Es strengt sich an, es rackert sich ab, es studiert, es lernt, es ist folgsam. Und so weiter und so fort. Und auch dieses brave Mädchen kann nie brav genug sein, dass sie gut genug ist. Irgendwann mal kriegt sie auf die Nase, irgendwann mal wird sie emotional verletzt, irgendwann mal hat sie das Gefühl, ich kann keine Nähe zulassen oder man will mich nicht und so weiter und so fort. Das sind alles ganz, ganz klare Muster. Und das sind nicht Charaktere, das sind nicht psychologische Geschichten, das sind keine Human Designs, das ist nichts Astrologisches, sondern es ist etwas simpel Energetisches. Es sind simple Informationen, mit denen du arbeitest. Und jetzt sage ich dir einfach eins, es sind Fehlinformationen. Du hast dein ganzes Leben auf Basis von einer Fehlinformation aufgebaut. Das ist wie, als hättest du ein falsches Einmaleins gelernt. Du hast ein falsches Selbstbild bekommen und du glaubst, du versuchst aus diesem Selbstbild heraus mit deinem Einmaleins, das entweder das Einmaleins des guten Mädchens ist, des braven Mädchens, oder das Einmaleins des bösen Mädchens ist. Und dieses Einmaleins, das hat klare Rückschlüsse, Rückfolgerungen, Zusammenhänge und natürlich aus dem klare Reaktionen, klares Verhalten. Ja? Das und das will ich nicht, das lehne ich ab. Und du merkst eben nicht, was es energetisch alles bedeutet. Alle Dinge, die du ablehnst, weil du sie nicht haben möchtest, verstopft das, was dir eigentlich zusteht. Verstopft Reichtum, verstopft Liebe, verstopft Anerkennung, verstopft, dass du wichtig bist, dass du etwas zu geben hast, dass du richtig bist. Und genau hier liegt die Heilung. Diese Transformation von diesem Mädchen, das entweder das brave oder das böse Mädchen war, was auch immer du dir angezogen hast, weil deine Eltern dir das immer wieder gegeben haben und gesagt, du bist böse und ich meine, es geht so weit, dass wir gestraft worden sind, dass wir geschlagen worden sind, dass wir Liebesentzug hatten, dass wir Sachen nicht durften und so weiter und so fort.
100.000 Geschichten, Sachen, die in unserer Vergangenheit passiert sind, die haben uns diese emotionale Verletzung gegeben, egal in welcher Art und Weise, ausgeschlossen, gemieden, missachtet, sogar misshandelt, jeweils weil der Grund dafür ist, dass ich nicht gut genug bin. Und die einzige Möglichkeit der Heilung ist die Transformation meiner kompletten Identität, meiner kompletten Persönlichkeit in eine Energie, wo ich weiß, dass ich grundlos, ohne Bedingung, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, absolut gut genug bin, dass ich erwünscht bin auf dieser Welt, 100% erwünscht bin und dass es vor allem der allergrößte Wunsch ist, dass ich diese Transformation durchmache, dass ich erkenne, dass ich ein reines, klares, göttliches Wesen bin und dass diese ganzen Geschichten und Verletzungen mir in der Vergangenheit passiert sind, weil ich auf Basis einer falschen, fehlerhaft informierten Identität hier meine Energie generiert habe, mich selbst gesehen habe und im Außen alles generiert habe, manifestiert habe, das mir immer wieder Recht gibt und mir sagt, im Grunde genommen bist du einfach halt nicht gut genug. Im Grunde genommen, alles, was du geleistet hast, alles, was du getan hast, ist ja gut und schön. Aber es bleibt immer wieder die Tatsache, dass du nicht gut genug bist. Und das tut weh. Diese Scheiße tut so, so weh die ganze Zeit und sie wird eben selber wieder reproduziert durch deine eigenen Annahmen und Rückschlüsse, die wiederum Emotionen und Informationen generieren und diese fühlst du und deswegen fühlst du dich scheiße. Und der einzige Ausweg ist, dass du in deinem Kopf das erkennst, das, was ich dir erklärt habe, dass du machst, Scheiße, aha, oh mein Gott, ich trage hier Bullshit mit mir rum und zwar Informationsscheiße trage ich mit mir rum und nicht Emotionsscheiße, sondern ich muss nicht emotionale Rucksäcke absetzen, weil die kommen immer wieder, wenn ich mein Informationssystem über das, was ich wirklich bin, in mir nicht grundlegend verändere. Und erst dann kann ich im Außen grundlegend andere Dinge manifestieren und generieren, die dem Wesen entsprechen, das ich wirklich bin. Und nicht dem Wesen, das man mir irgendwann mal eingepflanzt hat, in einem Alter, wo ich überhaupt keine Art und keine Reflexion hatte. Aber jetzt bin ich groß, jetzt bin ich erwachsen. Ich muss auch kein inneres Kind heilen, sondern ich muss mein verdammtes Informationsmanagement transformieren. Und damit kommt die Heilung von allem. Dann bin ich nämlich heil. Dann bin ich heil und dann bin ich ganz. Und das ist ein Prozess. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Die Information, die bis jetzt richtig war, die tut natürlich nicht von heute auf morgen sagen, oh sorry, ich war falsch, oh, ich komme nicht mehr wieder, sondern diese Fehlinformation, das ist wie bei dir. Ich meine, das ist einfach so, wenn wir etwas Falsches geglaubt haben, wenn du dein ganzes Leben lang auf einem Einmaleins aufgebaut hast, das aber per se absolut niemals richtig war, aber du hast es so gut auswendig gelernt und es hat dich so gut durchs Leben getragen. Und ich sage dir heute, damit deine Emotionen dich nicht mehr verletzen, damit keine verletzenden Informationen mehr in deinem System sind, musst du ein neues Einmaleins lernen. Brauchst du neue Ansichten über dich? Brauchst du neue Rückschlüsse? Brauchst du ein komplett neues Selbstbild und ein komplett neues Weltbild? Weil du wurdest betrogen, du wurdest belogen, du wurdest geblendet. Ja? Und das ist das, was die Spiritualität gemeinhin Erwachen nennt, weil du erkennst, Scheiße, ich bin auf Basis von Fehlinformationen mein ganzes Leben lang verletzt worden. Und jetzt ist Schluss damit. Und es geht so viel weiter, als ein inneres Kind zu heilen. Das ist ein kleiner Part davon. Aber du möchtest ja nicht
hier als eine Frau mit einem Kind in dir kommunizieren die ganze Zeit, sondern du möchtest auf Augenhöhe kommunizieren. Du möchtest auf Augenhöhe Energien generieren, die dir entsprechen und die dann wieder dementsprechend im Außen dein ganzes wunderbares Leben manifestiert, wo dir Gott und die Welt widerspiegelt, wie großartig du bist. Gott und die Welt widerspiegelt, wie wertvoll du bist, wie wichtig du bist, wie gut und richtig du bist. Und das ist dieses ganze komplette Konzept, das du verstehen darfst, damit du aufhörst, hier ein bisschen Heilung zu machen, da ein bisschen Emotionscode, da ein bisschen Transformation, sondern dein ganzes fehlinformiertes Wesen muss korrigiert werden. Auf die Basis dessen, dass du aus göttlicher Perfektionssicht, also nimm nicht Gott her, sondern aus einer energetischen Sicht, die einfach sagt, alles, was ich kreiere und generiere, ist großartig, dich und dein Leben erkennst. Und genau diesen Prozess, ich habe alle anderen Prozesse, komm mir mit was du willst, komm mir mit einer Ansicht, mit einer Modalität, mit einem Teaching, mit, es kommt alles wieder auf das zurück, aber es sind einfach nur kleine Teile, aber du brauchst das große und ganze Neue, wo du dich dran anlehnen kannst, an einen Seinszustand, wo du weißt, hier geht es nur um Energie, hier geht es nur um das, was gewollt ist. Ich bin gewollt. Hier geht es nicht um das, was wahr oder falsch ist oder was man mir eingetrichtert hat, sondern ich darf mir einen energetischen, bedingungslos energetischen Zustand kreieren, in dem Reichtum, Glück, Liebe, Anerkennung, Unterstützung, Freude und Glückseligkeit herrscht. Und plötzlich hast du dein ganzes Package, wo du dein ganzes Leben gedacht hast, wieso klappt's nicht? Ich gebe doch alles, ich probier's doch. Dein ganzes Package ist, wartet schon in dir, quasi dieses Divine Design Woman, das will raus. Aus diesem Grunde ist dieses Jahr für mich genau diesem Thema gewidmet, diese innere Heilung. Ich mache eine Ausbildung dazu, sie ist 3 Monate lang, sie startet am 1. Februar. Wir gehen tief da rein. Wenn du verstanden hast, was ich dir jetzt gesagt habe und wenn du weißt, scheiße, das ist die Wahrheit, das habe ich schon immer irgendwie vermutet, dann gehen wir in diese Ausbildung noch tiefer rein. Des Weiteren habe ich jeden Monat ein 4- oder 6-Modules-Programm. Diesen modulige Programm mit 4 oder 6 Modulen, diesen Monat, 15. Januar, starten wir The Iconic Woman. Warum? Was ist eine Ikone? Was ist die Energie einer Ikone? Eine Ikone ist mal erst stabil. Sie ist stabil in dem, was sie ist, in ihrem Seinszustand. Eine Ikone ist stabil, wenn man sie anschaut, wenn man sie vielleicht irgendwie kritisiert oder versucht, schlecht zu machen. Eine Ikone weiß genau, was sie ist, wer sie ist. Sie strahlt diese Energie aus und manifestiert dadurch in ihre Welt genau diese Dinge, die ihr gut gefallen, die sie gerne hat. Und sie bringt in diese Welt all die Liebe und all die Klarheit, die sie wirklich in sich fühlt. Und ich rede nicht von einer Fake-Ikone. Ich rede nicht von einer Ikone, die nach außen hui und innen pfui. Marilyn Monroe, leider Gottes, hat eben genau diese Arbeit und diesen Prozess nicht gemacht. Und ganz, ganz viele andere Stars, wenn die diesen Prozess gemacht hätten, durch den ich euch durchführe, hätten die ihr Starleben genossen, hätten sie sich von niemandem sagen lassen, was und wie sie tun sollen, hätten sich von niemandem abzocken und ausnehmen lassen und als menschliche Geldmachmaschine hinstellen lassen, sondern sie wären eine innere Ikone mit äußerer Wirkung gewesen. Und genau für das ist jede Frau hier. Jede Frau ist eine Ikone und sei die Ikone, die du sein möchtest. Du bist für deine Kinder, für deine Family, für deinen Wirkungskreis. Hast du einfach ein State, einen Zustand, wie du gesehen wirst. Jetzt liegt es an dir. Diese innere Heilung erlaubt dir, diesen Zustand einzunehmen, der dir wiederum ein Leben generiert und manifestiert, wo die Menschen von dir begeistert sind.
Das möchte ich, dass du lernst, dass du diese innere Heilung selber in dir fühlst. Und egal, was dein Job, deine Arbeit, deine Einsatzwelt ist, dass du aus diesem Zustand heraus alle Menschen um dich herum inspirierst. Und egal, ob es nur deine Family ist oder ob du das in die Arbeit mitnimmst, das ist der Weg. Heile dich selbst zuerst. Weiß, wie innere Heilung funktioniert. Habe deine Emotionen on point, sodass im Außen diese emotionale Energie genau das Leben generiert, das du möchtest. Dein Auftreten, dein Verhalten, dein ganzer Seinszustand, dem entspricht einer Frau, die komplett in Ordnung ist. Eine Ikone hat Standards. Eine Ikone hat keine Grenzen, aber sie hat Standards. Eine Ikone ist grenzenlos, sie ist im permanenten Wachstum, sie ist im permanenten Kreationsmodus von der Welt. Sie ist permanent ein Beitrag durch ihr Sein. Das ist eine Ikone. Und das wollen wir alle. Wir Frauen sind informiert mit diesem Wunsch, mit diesem großartigen Wunsch. Nur, er ist uns nie möglich gemacht worden aus der Personality, aus der Identität dieses Menschen, der nicht gut genug ist. Und das muss geheilt werden, das ist innere Heilung. Also du hast zwei Möglichkeiten, du kannst auch gerne beides buchen. Und das dritte ist, du kannst auch meinen Inner Circle buchen, dann bist du automatisch jeden Monat in einem Programm, das natürlich eine Reise ist, die baut auf. Wir haben zig verschiedene Themen. Im Februar gibt es eben ein Money-Thema dann noch. Express yourself and make a lot of money. Aber das kannst du auch nur, wenn du okay bist. Du kannst nicht als fehlerhaftes Wesen meinen, die Energie entwickeln zu können, tatsächlich viel, viel Geld und viel, viel Einfluss zu haben. Deswegen brauchen wir zuerst das Iconic Woman. Ja, also diese ganze Linie hat 12 Programme mit 4 oder 6 Modulen, alles aufgenommen, alles für dich zum Dranbleiben, zum Weiterarbeiten. Und zusätzlich, wenn du im Inner Circle bist, haben wir einmal im Monat ein Q&A-Call, wo du deine Fragen stellst. Wir haben eine Telegram-Gruppe, wo wir uns austauschen und wo ich auch jeden Dienstag deine Fragen beantworte. Also du hast the package. Was kostet es? Der Inner Circle kostet 12.000 Euro jeden Monat, 1.000 Euro quasi. Oder die einzelnen Programme kosten zwischen 1.555 und 2.000 Euro, je nachdem, ob sie 6 Module oder 4 Module sind. Also rechne dir das mal aus, was du im Inner Circle alles hast. Die Ausbildung kannst du auch buchen, die startet am 1. Januar. Sie kostet jetzt noch 9.000 Euro für 3 Monate. Deep Dive. Kriegst auch ein Zertifikat von mir am Ende und die wird nachher auch auf 12.000 Euro hochsteigen. Es ist für Frauen. Die Ausbildung können auch gerne Männer mitmachen. Es ist für Menschen, die einfach sagen, scheiße Patrizia, was du sagst, das landet so, so tief bei mir. Ich bin bereit, in diese Umsetzung, in diese transformative Reise zu gehen. Ich nenne sie Divine Design Reise, weil letztendlich geht es alles wieder back to the roots, zu unserem perfekten Design, mit dem wir hierher gekommen sind. Und daraus manifestiert sich unser ganzes Leben, inklusive unser Körper. Und das ist alles eine energetische Arbeit, es ist eine innere Arbeit. Es gibt keine äußeren Energien, die irgendeinen Einfluss haben, weil wir sind der energetische Generator. Wir sind angeschlossen, wir sind diese geile Energie. Und wir müssen lernen, diese Energie freizulassen und zu managen zu lassen und unser Leben kreieren und generieren zu lassen. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch gedient. Emotionen heilen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Diese inneren Verletzungen, die sind der Grund, die sind die Blockaden, warum Manifestation, Heilung, Transformation nicht funktioniert. Und du bist deine innere Heilerin, dein innerer Heiler, der in dir wohnt, den du selber
aktivieren kannst, aber der muss heil sein, solange dein innerer Heiler auch noch verletzt ist, weil er ja versucht hat, so viel zu heilen und so viel Gutes zu bringen und den Leuten so viel Unterstützung zu geben und immer wieder abgelehnt worden ist. All diese Sachen, die erkläre ich dir und wir transformieren sie. Aber ohne, dass du es verstehst, wirst du keinen dauerhaft transformativen Zustand halten können. Dann wirst du immer wieder zurückkommen und meinen, du hast was falsch gemacht oder du musst einen neuen Weg suchen, eine neue Modalität. Aber es liegt einfach nur daran, weil dein Verstand, dein Denken nicht on board ist, weil es immer noch in dem alten Einmaleins lebt und funktioniert. Und du weißt, wie lange es gedauert hat, bis du das Einmaleins, das du gelernt hast, jetzt richtig konntest. Und deswegen darfst du dir auch ein bisschen Zeit geben, das neu zu lernen, dieses Einmaleins neu zu lernen, weil dieses Einmaleins ist die Basis für all deine Rechnungen, Annahmen, Rückschlüsse und Überzeugungen. Und hier darf es ein Weilchen dauern und es darf Wiederholungen brauchen. Und ich spreche aus so viel Erfahrung, weil die Frauen, die immer wieder rausgesprungen sind aus diesem Prozess, die hatten kurz mal so tolle Ergebnisse und dann sind es die Ergebnisse, die du auf dem Internet hörst und die geteilt werden und nachher siehst du wieder, ja, was hat die Frau jetzt gemacht? Jetzt habe ich doch so gute News und wieso macht sie das Business nicht weiter? Wieso sehe ich nichts mehr von ihr? Und dann hörst du plötzlich, dass es ihr scheiße geht. So oft. Und genau deswegen, weil dieser Prozess abgebrochen wurde, weil man geglaubt hat, oh, ich bin am Peak und ich habe die Stabilisierung nicht gemacht. Die Frauen, die mitgekommen sind, mit mir gearbeitet haben, die sich wirklich committed haben und gesagt haben, ich weiß, wann ich stabil bin, ich weiß, wann ich wirklich den Shift gemacht habe. Und ganz viele kleine Shifts, kleine Shifts, kleine Shifts, bis ich aber weiß, wow, jetzt habe ich aber die Waage habe ich jetzt wirklich umgedreht. Und jetzt bin ich stabil, genau dort, wo ich sein will. Und aus diesem Zustand arbeite ich jetzt heraus, kreiere ich, generiere ich, manifestiere ich. Plötzlich fängt es an, Freude zu machen, leicht zu werden. Dein Körper wird leicht, du wirst schön, du strahlst. Aber gib dem Zeit. Hör auf, rumzuhüpfen und ein Ding nach dem anderen bei irgendjemandem sonst noch zu buchen. Geh mal ein Jahr lang einen Weg. Und deswegen mache ich den Inner Circle. Natürlich gibt es noch Ultra Mind, das ist meine höchste Mastermind, wo wir noch tiefer und intensiver arbeiten. In dieser Ultra Mind sind übrigens all die Programme drin, da ist der Inner Circle auch drin, zusätzlich zu den anderen Coachings. Ich weiß, es kann komplex sein, was du alles buchen kannst, aber es hat wunderbaren Zusammenhang. Ich kann dir sagen, wo du am allerbesten anfängst, schreib mir einfach. Wenn dich das berührt hat, wenn du denkst, scheiße, die Frau sagt das endlich, was ich schon die ganze Zeit gedacht habe und es hat mir niemand so direkt gesagt. Das schreibe ich mir auf die Fahnen, dafür bin ich hier. Schreib mir, ich freue mich, dass ich dich heute treffen durfte und dass du mich treffen durftest. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!